Das ist gut. Schauen wir mal. Wenn er das macht. Gut, hat er. Sehr schön, weil dann ist diese scheiß Ming-Dynastie hier auch einfach mal weg. Aus diesem Bereich. Schadet auch nichts. Weil die echt stört, wenn die da so verteilt ist, weißt du? Es nervt einfach. Genauso wie Tekle Helmich Kmnader da. Geht mir auch auf den Piss. Auch riesig. 900 Einwohner ist halt einfach gar nichts, gell? Im Krieg mit Mali reich. Und kann mich einfach gar nicht leiden. Ich verstehe das gar nicht, wieso die mich alle nicht leiden können. Ich bin doch voll der Nette. So, das ist am Wasser. Da gibt es natürlich auch dementsprechend Einwohner. Was ist das? Funchal gehört auch mir, gell? Las Palmas. Pass auf. Funchal wird nämlich Las Palmas angreifen. So. Ich erkläre denen jetzt einfach den Krieg. So. Ist mir egal. Da ist keine Lust, hier ewig rumzukacken. So, schauen wir mal, was sie machen. Da sie ja schon ewig sich im Krieg befinden, glaube ich, wird gar nicht so viel Gegenwehr passieren, wenn ich ehrlich bin. Weil Krieg ist zermürbend. Und in Afrika sowieso. Aber ihr dürft jetzt Teil von mir werden, oder? Das ist doch auch schon mal was. Und mir ein Teil werden. Zieht dieses kleine Popelland da hinten. Ah, wehrt sich sogar. Ah. So. Gehört auch mir. Fast. Ist fast meins geworden. So, wahrscheinlich, weil sie noch irgendwo Einheiten rumschwirren haben. Deswegen vermute ich, werden sie jetzt noch nicht aufgeben. Oder sie haben wieder irgendwo irgendwas Kolonieartiges. Zumindest geben sie nicht auf. Was seltsam ist. Denn es wäre sinnvoll, wenn sie gegen mich aufgeben würden. Aber okay, ich biete ihnen jetzt den Frieden an, weil die haben noch eine einzige Provinz. Die wo ist? Egal. Friedensverhandlungen. So. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Las Palmas ist ein tolles Land. So, Tourismus und so. Ja. Dankeschön. Natürlich, das Heilige Römische Reich. Ich bin einfach der Gottvater des Römischen Reiches.
So, wer möchte hier noch? Er? Okay. Der Rest ist bei 100, das passt. Sehr, sehr gut. Alles klar. Damit gehört auch halb Afrika schon mir. Ich schwöre euch, die Ming-Dynastie. Die würde ich so gerne einfach vernichten. Was ist denn das da eigentlich? Ödland, mittendrin. Keiner weiß warum. So. Das Mali-Reich. So. Die haben alle keinen Hafen hier, das stört mich. Man muss hier einfach dauernd bauen, weil ich einfach, ohne dass ich es bemerke, immer so viel Geld ansammle. Dass ich eine hohe Inflation habe, zwangsweise. So. Das sollte dann erstmal wieder reichen. Was mache ich jetzt mit dem ach so tollen Mali-Reich? Da so einheitenmäßig raus. Ist ja jetzt nicht so die Welt, gell? Aber ist ja auch eine Wüste. Was soll man in einer Wüste auch erwarten? So, ich rekrutiere, damit ich wenigstens ein bisschen geschützt bin vom sinnlosen Einmarschieren des Gegners. Spiel speichern, ja. Hier unten stand gerade, dass ich 30% der gesamten Provinzen besitze. Nur ich. Wohl bemerkt. Ich besitze quasi fast ein Drittel von allem auf dieser Welt. Wohl bemerkt. So, Mali-Reich ist mit Teklachemlem im Krieg und jetzt mit mir auch. So, einmal so. Gut, fertig. Schauen wir mal, was sie machen. Gar nichts, sehr gut. Ah, jetzt hat, okay. Okay. Meine ganzen Wüstenprovinzen hier. Aber das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe. Das ist ein bisschen auch der Plan. Die können sich da ruhig drauf stürzen, denn diese Dinger sind so unwichtig. Selbst wenn ich sie jetzt mal verlieren sollte eine Zeit lang, bringt halt gar nichts. Also, das wäre ja auch was, selbst wenn ich einen Krieg verliere und die würden jetzt sagen, wir möchten dieses Zeug haben. Nein, soll es haben, weißt du? Können sie sich gar nichts von kaufen, weil in diesen Ländern halt auch nichts los ist. Da kannst du mit Glück ein bisschen was rausholen. Das war's. Ja, ich meine, ich baue ja hier eh schon. Ganz ordentlich immer wieder mal. Und trotzdem ist es einfach ein so unwichtiges Gebiet. So. Wo ist mein... Nein, hier wollte ich nicht hin, sondern da runter. So.
Na? Geht schon gar nichts mehr vorwärts hier, oder wie? Haben sie schon aufgegeben mit dem Expandieren. Das ist natürlich nochmal eine Runde, die mir es erlaubt, ein paar Einheiten zu rekrutieren. Das ist jetzt nicht die Welt, ist schon klar, aber es sind halt Einheiten, die der Gegner dann auch in Kauf nehmen muss, einfach. So, Provinz geplündert. Na, vielen Dank. Das nervt mich. Dieses Geplündere, das ist doch fucky einfach. Das macht man nicht. Das hat der Adolf schon gemacht. Das sind Methoden. Achso, okay, das gehört mir noch nicht, aber das... war ja schon... Warum habe ich das jetzt gemacht? Warum? So. Die plündern immer weiter anscheinend. Kann er machen, ist nicht so tragisch. Mali-Reich. Aha. Ah ja, jetzt habe ich ihnen wieder zur Macht verholfen, oder was? Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan, aber gut. Wie uncool war diese Aktion jetzt. Jetzt habe ich ihnen die Provinzen wieder zurückgegeben. Das wollte ich halt auch einfach gar nicht. Muss ich gegen die nochmal Krieg führen? So läuft es jetzt hier. Ja, aber gut. Könnt ihr bitte mal aufhören, meine Provinzen zu plündern? Das ist überhaupt nicht freundlich. Schande über die Mali. Ohne Witz. Finde ich nicht nett. Gib mir hier echt Mühe... euch ohne groß Terror zu erobern. So, das ist ja, glaube ich, gar nicht mehr so viel jetzt, ha? Ja, ja, mach. Das war jetzt nicht so clever. So. Nochmal aufgeteilt, damit ihr ja alle Länder erwische. So, was ist das? Das ist auch Mali-Reich. Aber da komme ich nicht ran. Das ist gemein. Dass die sich da schon wieder so verstecken drin. So, jetzt muss ich aber... Tecklehem. Doch nochmal an die Brust nehmen, ehrlich gesagt. Denn das möchte ich so natürlich jetzt auch nicht haben. Hm. 76.000. Wo könnte ich denn euch jetzt mal hinbewegen?
bewege euch mal dahin. Irgendwann werde ich euch da unten bestimmt brauchen. So. Scrollen. Nee, ich muss scrollen, Tatsache. Es gibt keinen nach Fliege automatisch nach unten Button. So. Fertig, sehr schön. Ticklerhelm. Schon mal wieder vorbereiten. Weil ich natürlich Ticklerhelm auch nochmal eliminieren muss. Ist ja klar. Kann ich ja nicht einfach so lassen. Oh, schon wieder so eine Scheißpandemie. Skorbut! Mieten in Eurasien! Aber das gehört schon noch mir, oder? Ja, das habe ich ja erobert. Ganz dufte habe ich das erobert. So. Ist die Einheit da jetzt auch mal langsam da? Alles klar. So. Dann, das nervt. Wo fehlt's? Hier. Bam. Bam. Das ist bei 100. Passt. War da nicht... Ah, hier. Ganz da unten in der Ecke drin. So. Du bitte jetzt nochmal Krieg. Ah, Waffenruhe. Noch 16 Runden. Mei, habt ihr ein Glück. Mei, haben die ein Glück. Kongreich. Könnte man ja jetzt was machen, ja? Wenn man mal schon mal da ist. Hier in Zentralafrika. Nein. Das will ich bauen. So. Ein bisschen Geld ausgeben. Das ist so super klasse. Dann müsst ihr halt leider Sklavenarbeit leisten. Geht ja kaum anders da. Man kann ja keine Farmen errichten hier in dieser trostlosen Gegend. Ist natürlich blöd. So, ist hier noch irgendwo irgendwas versteckt? Nee, gell? Das habe ich alles abgezogen. Hier diese einzelnen Sprenkler sind mir relativ wurscht. Ich habe auch wirklich, also Stabilität im Land, die ist richtig gut. Das muss man schon mal jetzt sagen. Wenn man mal ehrlich ist. So, was wollt ihr? Nicht-Angriffspakt mit Koch ist vorbei, oder wie? So, wie viel Geld habe ich? 400 irgendwas. Dann bauen wir hier gleich nochmal eine Farm. Und hier auch. Jawohl. So, hier wird nochmal rekrutiert. Zumindest ein bisschen was. So. Jetzt. Oh, was passiert, wenn ich das mache? Gar nichts. Okay. So. Na, das war dumm. Das nicht, aber gut. So.
Aber wenn er weitermachen will, wird er auf jeden Fall Einheiten verlieren. Und dann wird es mit dem Weitermachen umso schwieriger. So. Oder auch nicht. Damot möchte von mir was, kriegt aber nichts. Ablehnen. So, Friedensverhandlungen. 1, 2, 3. 3 habe ich gesagt. Ja. Geh halt weg. So, gehört mir. Waffenstillstand haben wir auch noch. Was total sinnvoll ist, finde ich. So. Also, damit gehört uns das auch. Was bist du? Mali. Ich habe Mali gefunden. Das ist jetzt blöd für Mali. Ich weiß nicht, hier kann man Farmen bauen. Wie lange habe ich noch Waffenruhe mit euch? Nach 27 Runden. Meine Fresse, habt ihr ein Glück. Bei euch 4 Runden. Das wiederum wird etwas blöd für euch. So, bewegen zu. So. Ja, genau. Okay. Die Waffenruhe ist erledigt. Dann. Bitteschön. Das macht nix. So. Erledigt. So, wo ist jetzt noch der Rest von diesem, ich nenne es mal Land, gibt's ja gar nicht. Irgendwo muss doch da noch jetzt was übrig sein. Unglaublich, ey. So. Immer noch 1,5 Milliarden. Also wirklich, es ist unfassbar, wie viel Geld ich einfach habe. Das, obwohl ich ja jede Runde aktuell immer noch nur 105.000 bekomme. So. Du bewegst dich wieder dahin. So eine blöde Seuche. Oh, da krieg ich's Kotzen bei dem Scheiß. Unfassbar, wie viele blöden Seuchen hier einfach dauernd herrschen, Mann. Nervt richtig. Ohne Scheiß. Nervt mich voll. Aber gut.
Ist halt so, gell? So ein bisschen Spaß muss das Spiel ja auch haben. Sonst wäre es ja langweilig. Benin ist auch so ein... Oh, Moment. Ich kann hier kolonisieren. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Ach ja, so viele Seuchen. Aber hält sich in Grenzen so von der Problematik an sich, würde ich jetzt behaupten. Ich habe das eigentlich immer ganz gut im Griff mittlerweile. Man kann es ja nicht aufhalten, aber es ist halt einfach da. Ja. Funktioniert aber an sich trotzdem alles ganz gut hier, finde ich. So. Political. Hier unten ist nämlich noch das Mali-Reich, gell? Das darf man ja nicht vergessen, dass die da sind. So. Da kriegen die da gleich noch eine Farm hingepflanzt. Und hier auch. Weil wir hier in der Nähe vom Wasser sind. So, wie lang geht das jetzt noch? Noch 4 Runden. Drei Runden. Oder jetzt nur noch 2, glaube ich. So. Hahaha. Ob denen bewusst ist, was jetzt passiert? Weil jetzt ist der Waffenstillstand ausgelaufen, den ich ja nur akzeptiert habe, weil ich nicht gewusst habe, wo sich der Rest von diesem Grützenland überhaupt befindet. So. Fertig. Dankeschön. Vielen Dank. Gehört jetzt auch mir. Und das Mali-Reich ist nicht mehr ein Reich. So. Who's next? Dahorm? Was ist das? Taungo. So, was ist hier so los eigentlich? Bitlis ist auch neu. Hier passiert halt einfach auch gar nichts, gell? Das da, hier ist einfach Ende. Das ist krass. Finde ich. Ich finde es schon krass. Was ist das? Koch. Habe ich hier nicht mal Einheiten hingeschickt? Ja, habe ich. So, wegen Yuzhang. Ja, bla. Mit ganz, ganz vielen Leuten sind die im Krieg. Und die... Freiheitsverlangen. Sultanat Adal. Pass mal auf, wieso geht denn das nicht? Schade.
Zu sendenden Betrag. Ach so, okay, pass auf. Dann geht das hier schon, oder? Rebellen unterstützen, keine Bewegung. Nee, geht nicht. Schade. Weil die keine Rebellen haben, oder wie? Fürstentum Theodoro. Lehne die bestimmt ab. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die da drauf eingegangen wären. Das wäre ja geschenkt. Man kann es ja mal versuchen, nicht wahr? Aha, aha. Was ist denn mit denen da eigentlich? Nur mit Damut verbündet. Das heißt, wenn ich jetzt meine Einheiten einfach mal so darüber versende. So hierhin, weißt du? Weil ich halt jetzt einfach mir gerade denke, das könnte gut sein. Da brauche ich einen Hafen oder was? So, geht es jetzt? Ja. Erst einen Hafen gebraucht. Klar. Ist ja logisch. Ich kann zwar einmarschieren, aber ich komme nicht mehr raus. Beknackt! 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 Knackte Logik, aber okay. Was ist das? Sieht aus wie Ungarn. Perserreich! Aha. Gibt's die auch? Sultanat von Jaunpur. Ja, ja. Wenn man die alle mal machen würde, machen lassen würde, würde mich schon mal interessieren. Irgendwann muss ja diese Ming-Dynastie auch mal zu Ende sein, oder? Kann ja nicht sein, dass die dauerhaft so groß bleiben. Koch, ja komm, Koch da von mir aus. Irgendwo durch mich durchmarschieren. Ist mir egal. B nehmen? Nö. 12.000. Mit denen hatte ich noch keine Berührungspunkte, also erlaube ich es ihnen mal. So. Afrika. Mein neuer Hort der Bildung. Nein. Ich werde Benim nicht gewähren, durch mich hindurch zu marschieren. Weiß ich nicht, wer das sein soll. Sag mal, Bubi, was machst denn du da? Er randaliert schon wieder irgendwo da drin, in seinem kleinen Körbchen. Wobei, so klein ist es eigentlich gar nicht. Was ist das da eigentlich? Geduld! Sie sind unterwegs. Es dauert nur ein bisschen, bis sie ankommen am Ziel. Ja, genau, als würde ich euch... euch erlauben, durch mich durchzumarschieren. So. Grundsätzlich. Sind dann Einheiten jetzt da. Jetzt erkläre ich denen den Krieg. Sultan. Ach Mann, dein Ernst. Ah, was ist mit euch? Euch den Krieg erklären. Kaiserreich, irgendwas.
Das da, oder? Alva, okay. Ja, dann seid ihr unten. Mein Gott. Das gibt's ja gar nicht. Schlimm, ey. Machen wir es halt so. Ist mir auch egal. Um ehrlich zu sein. Eieiei. Was ist das? Kaiserreich irgendwas. Genau, euch wollte ich dann da haben. So. Muss jetzt nochmal kurz Krieg führen. Das würde mich jetzt sonst Krieg erklären. Ich erkläre euch allen den Krieg. So. Nein. Rekrutieren. Hier auch. Und hier auch. Also ich würde sie natürlich alle vernichten, das ist ja klar. Aber ich möchte nicht so viele Kriege auf einmal führen. Weil ich einfach, mich nervt das, wenn ich gefühlt an 6 verschiedenen Fronten Krieg führen muss. Was denkt ihr denn eigentlich, wer ihr seid? Da unten. Habe ich das? Da habe ich gerade richtig 23.000 Einheiten gesehen. Das ist ja nicht gerade wenig, wenn man mal ehrlich ist. Eine Farbe ist weg. Ah, jetzt haben sie sich aufgeteilt, alles klar. Nein. Arsch. So. Hör halt auf jetzt. Ich weiß, dass du viele Einheiten hast. Mein Gott. Ah, der hasst mich, gell? Kann das denn sein? Dass der mich einfach gar nicht leiden kann? Müssen wir den ganzen Scheiß hier wieder zurückholen, Mann? Doch nervig. Hat. Jetzt geht's dem Ende zu, mein Freund. Nein, er hat sogar noch eine Lücke gefunden. Was ein Arsch. So, pass auf, machen wir es so. Dass er da nicht einfach so komplett abhauen kann. Sehr gut, das war's. Gut. Machen wir einmal so. Das wird nochmal erhöht. Was wollt ihr von mir? Das könnt ihr vergessen.
Schon wieder irgendeine Scheißseuche. Oh, jetzt habe ich geforzt. So, Kaiserreich Abessin, ja. Forderung stellen, ja. So, was ist dann da noch los? Alva will ich auch haben. Hatte ich nämlich schon vorher ausgelöscht. Ah, dieses Gescrolle. Schrecklich. Ja. Forderung senden. So. Jetzt pass auf, wenn wir mal hier politisch. Nein, erstmal. Ah, das bringt gerade nichts. So, das ist das alles hier. Alva gibt's wieder. Ah, Mann. Das ist blöd. Ich schwöre, die Tastatur, ey, mit dieser Verzögerung von 3 Millionen Minuten. Und sich hier überall. Was ist das für eine Seuche, die da um sich Gelbfieber, oh je. Gelbfieber ist eine blöde Krankheit. Klingt zwar lustig, macht aber keinen Spaß. Ist hier überall. Na toll. Na toll! Muss ich gegen Gelbfieber ankämpfen? Der schlimmste Feind. Aber es muss sein. Ich darf mich nicht unterkriegen lassen von sowas. Es gab Zeiten, da konnte ich das locker abfangen. Aber es ist natürlich auch, je mehr Länder man hat, Provinzen, wie auch immer, desto schwieriger wird es, alle zeitgleich zu versorgen. Und Gelbfieber, alter Falter, das breitet sich hier aus wie Stechmücken im Sumpf. Mach! Ich glaube, es wird besser. Ich glaube, ich habe es im Griff jetzt. Puh. Wieder eine Katastrophe, hoffentlich einigermaßen abgewendet.